Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlow mit BMZ Nummer 226. Und den Themen Community Feature, Mythic plus Verstärkungsaura, wo ich mich frage, ob ich da eigentlich Mythic plus und dann einen Bindestrich Verstärkungsaura hätte schreiben sollen, sodass es dann aussieht wie Mythic plus minus Verstärkungsaura. Ich habe es deshalb gelassen. Und Klassen-Buffs. Das, was du mit den Communities hoffst, wird nicht passieren. Das Problem, was sich bildet, kommt daher, wie du schon richtig angemerkt hast, weil Blizzard jedem Gear hinterherwirft und das noch an Super RNG koppelt mit TF. Außerdem ist auch jeglicher Art von Content jedem Instant zugänglich. Das heißt nicht nur, dass Gear eine schlechte Filtermöglichkeit ist, sondern dass jeder besser hält, als er ist. Und kommt man was? Sondern dass jeder besser hält, als er ist? Vermutlich, dass sich jeder für besser hält, als er ist, ne? Das ist bestimmt gemeint. Und Content angehen möchte, das sein Skill-Level übersteigt. Jetzt mal nicht so pumpig, Fräulein hier. So, das ist einer von diesen pumpigen Kommentaren. Es geht, glaube ich, darum, dass allgemein, als ich über Communities gesprochen habe, ich gesagt habe, dass ich mir von diesem Feature relativ viel erwarte. Weil ich, und zu dem Beispiel kommen wir gleich noch, gesehen habe, dass es an anderen Stellen gut funktioniert hat und es für mich eine Lücke schließt, die groß ist. Oder was heißt eine Lücke schließt, aber eine Möglichkeit gibt, die fantastisch ist. Es ist extrem schwierig, sich außerhalb von einer Gilde vernünftig zu organisieren in WoW und das, obwohl wir die Möglichkeit haben, mit Leuten von allen Servern zu groupen. Und trotzdem ist es extrem schwer. Es gibt ein Gruppensuche-Tool, in dem man noch nicht mal einstellen kann, dass man nur einen Tank sucht oder nur einen Ranged-ED und auch ansonsten nicht so extrem viele Möglichkeiten hat. Von daher ist diese Idee, dass man sagt, naja, für das, was auch immer ich machen will, mache ich die Community auf und wir laden dort Leute ein, die ähnliche Interessen haben, schon mal fantastisch. Blizzard wirft jedem Gear hinterher und koppelt das an Super RNG. Du kannst so ein bisschen nicht beides haben, ne? Also du kannst nicht wirklich sagen, dass einem das Gear im Sinne von gutes Gear und nicht irgendwelches Gear, das ist ja vermutlich das, was du kritisierst, sonst würde es keinen Sinn machen. Dass sie gutes Gear hinterher schmeißen und dann bemängeln, dass es RNG ist. Das geht nicht beides. Entweder bemängelst du, dass es RNG ist, dass man also entweder gutes oder eben nicht so gutes bekommt mit einem riesen Glücksfaktor, oder du sagst, jeder bekommt gutes Gear und das kritisiere ich. Beides gleichzeitig macht nicht viel Sinn. Ich finde, dass immer unter der Voraussetzung, dass wir davon ausgehen, dass es in Richtung schwererer Content wichtiger und wichtiger wird, wie gut die Gear-Qualität ist, unabhängig mal vom Item-Level, dass es auch meistens einhergeht mit einem höheren Item-Level, ist klar. Da ist 59 nichts mehr, was einen zum Beispiel vom Hocker haut, wenn man mutmaßlich im Moment die ganze Runde Mythic Plus macht oder so, weil da ein bisschen mehr gefragt ist. Dann ist es also entsprechend auch relativ irrelevant, ob man jetzt irgendwie auf einem Trink 59 hat. Zudem sind wir in der Situation, wo der Content zu Ende ist. Der ist lange geclearet, also mit Ausnahme natürlich davon, dass Mythic Plus nicht geclearet werden kann, weil es immer ansteigende Schwierigkeiten gibt. Aber der Raid-Content ist lange geclearet. Und dann ist es logisch, dass ab da nichts mehr passiert, als dass Leute ihr Equipment verbessern. Blizzard aber auch keinen Wert darauf legt, dass das nicht passiert. Weil sie nichts davon haben, wenn das nicht passiert. Im Gegenteil, es ist jetzt sogar so, dass man vermutlich sagt aus Sicht von Blizzard, equippt euch jetzt schon mal so ein bisschen für die nächste Expansion. Nicht, dass das extrem wichtig sein würde, aber es motiviert die Leute vielleicht einfach ein bisschen weiter zu spielen, dass man sagt, okay, mein Main wird jetzt so gut es geht equipped, damit ich zumindest die ersten 2-3 Level nicht direkt jedes Item austausche, das ich vorher getragen habe. Titanforging ist nicht das super RNG, zu dem es viele machen. Ja, es gibt einzelne Items, die sehr hoch forgen können. Je höher sie forgen, desto seltener ist es, dass es passiert. Im Mittel wird jemand, der Mythic raided, im Gegensatz zu jemandem, der HC raided, signifikant besseres Equipment haben, sofern beide den gleichen Progress machen. Wenn einer in der ersten Woche HC cleart und ab da jedes Mal und der andere einen Mythic-Boss down hat, nachdem er da irgendwie 7 Wochen rumgeprogressed hat oder 2 oder 3, ist natürlich klar, dass der Abstand nicht so groß sein wird. Aber die gleichen Wahrscheinlichkeiten, die gelten, dass irgendwas, was HC-Loot ist, Titanforged, gelten ja auch für Mythic-Loot. Ich verstehe nicht, warum, das sagst nicht du, aber das sagen viele andere, immer wieder dieser Mythos gepflegt wird,
dass Mythic Raider nicht deutlich besseres Gear haben. Klar, es gibt gewisse Aufholmechaniken, zum Beispiel in der, was heißt Aufhol? Gewisse vielleicht zu leichte Mechaniken, ich weiß nicht, in der Form, dass man Mythic Plus eine Kiste hat, in der ein extrem gutes Item drin sein kann. Also zumindest vom Item-Level ein extrem gutes Item drin ist. So. Aber das war's auch. Ne? Ansonsten, was das betrifft, teile ich nicht ganz die Kritik. Außerdem ist jegliche Art von Content jedem Instant zugänglich. Und da möchte ich fragen, und das ist schlecht, weil? Also der Umkehrschluss wäre ja, dass es gut wäre, wenn das nicht jedem zugänglich ist, zum Beispiel in Form von Attunements oder so. Die hindern wie genau auf spielerischem Level? Gar nicht. Also okay, man könnte sagen, du musst, keine Ahnung, Normal geklärt haben, bevor du in AC hast, du musst AC geklärt haben, bevor du in Mythic kannst, du musst den alten Raid auf Mythic geklärt haben, bevor du im neuen Raid Mythic sein kannst. Okay, vielleicht sowas in der Art. Aber das alles ist nicht wirklich eine sinnvolle oder sachliche Kritik zu dem, was ich als Wunsch oder als Mutmaßung oder als Hoffnung geäußert habe, denn und jetzt kommen wir zu Diablo. Nichts von dem, was du beschreibst, ist nicht wesentlich exzessiver noch in Diablo der Fall und dort haben Communities hervorragend funktioniert. Man kriegt weitaus mehr Equipment hinterhergeschmissen, wesentlich schneller in Diablo. Da hast du dich innerhalb von einem Tag oder zwei quasi in Best-in-Slot-Gear equipped und ab da hast du dann nur noch so eine Kurve, wo es immer noch 3, 4, 5% besser wird, aber ne, extrem gutes Equipment kriegt man in Diablo auch reihenweise hinterhergeschmissen. Es ist instant zugänglich und vor allen Dingen, du brauchst im Gegensatz zu World of Warcraft eigentlich für fast nichts wirklich Gruppen. Du kannst sämtlichen Content grundsätzlich auch solo machen. Okay, du kannst in der 4-Player-Ladder nicht solo spielen, aber es liegt einfach nur daran, dass die Voraussetzung halt ist, dass da 4 Leute zusammen sind. Das war's. Alles andere ist instant, ist schnell, wird hinterhergeschmissen und so weiter und Communities haben hervorragend funktioniert. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ich habe das Gefühl, du bist frustriert mit einer gewissen Art von Spielern, mutmaßlich, die dir begegnet sind oder von der du glaubst, dass sie existiert. Ich weiß das nicht genau. Nur verhindern die ja nichts von dem, was ich beschreibe oder was ich mir von Communities erwarte oder wünsche und worüber ich gesprochen habe. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass das Feature im Pre-Patch schon kommen wird, weil ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Spielern die Möglichkeit geben wird, sich nochmal eine Spur besser zu organisieren, als es bisher der Fall ist. Und ich hoffe allgemein, dass Blizzard extrem daran arbeitet, alle möglichen Arten und Weisen, Gruppen zusammen zu formen, deutlich zu verbessern und zu vereinfachen. Das aktuelle Gruppensuche-Tool ist eine Katastrophe. Das ist im Prinzip eine Pinnwand, wo du mit miserablen Filtermöglichkeiten versuchen kannst, irgendwas so einzustellen, dass andere es finden und das zudem dann noch von Leuten missbraucht wird, die dort nur irgendwie ihre Services verkaufen wollen. Allein die Tatsache, du versuchst eine Gruppensuche aufzumachen und da sind noch nicht mal die Dungeons, die du auswählen kannst, alphabetisch sortiert. Also es gibt so ein paar Dinge, da frage ich mich, warum das so mies ist und warum Leute, die Add-ons machen, das offensichtlich teilweise deutlich besser hinbekommen. Aber das ist vielleicht was für einen anderen Tag. Mythic Plus Stufen über eine Verstärkungsaura. Moin Bardo, was hältst du von folgender Erweiterung der Mythic Plus Mechanik? Der Trash erhält eine stapelbare Aura, die andere Trash-Mobs um x% bufft, wobei x mit der Stufe der Instanz skaliert. Auf diese Weise ist das Mobs bis zum nächsten Boss zusammenziehen, kiten und mit Flächeneffekten beseitigen weniger effektiv, da gerade in hohen Mythic Plus das Zusammenziehen von 20 Mobs deren HP schnell mal vervierfachen würde. Als feinere Abstimmung könnte man die Wirksamkeit dieser Aura bei unterschiedlichen Mobs unterschiedlich balancen. Kleine Wichtel, die sowieso in Gruppen von 5 oder mehr auftauchen, werden pro Stapel nur sehr gering verstärkt. Mobs, die eigentlich einzeln bekämpft werden sollen, zum Beispiel der Mob mit der Laterne in Maw of Souls, müssen wesentlich stärker von der Aura gebufft werden. Bosse müssten von dieser Aura auch sehr stark profitieren. Außerdem müssten die Bosse ähnlich dem derzeitigen Modell zusätzlich verstärkt werden, da sie nicht zwingend von der Aura eines Trash-Mobs profitieren können. Was hältst du davon? Grundsätzlich als allgemeine Mechanik bitte nicht, um Gottes Willen. Als Affix vielleicht. Als Affix könnte ich mir das vorstellen, aber wir haben eine Menge Affixe, die eigentlich ähnlich funktionieren. Also es gibt eine Menge Affixe, die im Prinzip sagen, pull nicht alles zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass ich
es überhaupt nicht erstrebenswert finde, große Pulls zu vermeiden. Große Pulls werden durch den großen Pull schon schwieriger. Und wir werden massiv Einbußen haben bei allen Klassen, was die großen Pulls allgemein betrifft. Zum einen werden die AOE-CCs und die CCs verkürzt. Also das macht halt einen riesen Unterschied, ob du eine Gruppe um 4, 5, 6 oder 3 Sekunden stunnen kannst. Und vor allen Dingen der Blood Elf Silence wird rausgenommen, der auch mega wichtig ist für diese AOE-Pulls. Weil ganz oft diese Pulls A nicht funktionieren, wenn Caster dabei sind, die sich einfach nicht bewegen. Und B nicht funktionieren, wenn Caster da sind, die etwas machen, also einen Cast machen, den du unterbrechen musst, damit die Gruppe überlebt. Mit AOE unterbrechen ist das relativ leicht. Da im Zweifelsfall schreibt man sich eine Weak Aura und guckt, wann ist der. Es gibt zum Beispiel einige Mobs, die einen Stun casten. Der ist oft nicht so ganz gut. Also den möchte man nicht abbekommen. Die Mobs alle einzeln zu targeten, ist bestimmt nicht unmöglich. Aber es ist doch deutlich leichter, die einfach mal zu silenzen, sobald der Erste davon anfängt, einen Spell zu casten, der unangenehm ist. Also der Teil wird sowieso wesentlich schwerer. Allgemein davon ist es eine extrem hohe Kunst, große Pulls zu machen und die vernünftig auszuführen. Es sieht immer ultra mega leicht aus, wenn wir den besten Spielern der Welt zugucken, wie die das in der Mythic Plus Instanz machen. Aber ich empfehle euch einfach mal, sucht euch einen zufälligen Tank, der brauchbares Equipment hat, geht in den Mythic Plus 15, was absolut nicht extrem hoch ist, und sagt dem mal, pull mal alles bis zum Boss. Und sagt mir, wie die Ergebnisse ausgefallen sind. Ein künstliches Verlangsamen des Spiels über das, was normal schon passiert, dadurch, dass eben Pulls ungleich schwerer werden, je mehr Gegner da sind, ist nicht mein Fall. Gefällt mir persönlich einfach gar nicht. Ich finde, es braucht halt wesentlich mehr Skill, große Pulls zu machen, als kleine Pulls zu machen. Und den wenigsten Skill braucht es halt, wenn du im Zweifelsfalle jeden einzelnen Mob CCst, ne? Wie früher einmal die Eisfalle, einmal das Sheep, einmal Zap und dann Mob für Mob für Mob einzeln machst. Wir haben Affixe, die ähnliche Sachen machen. Wir haben den Bolstering zum Beispiel, wo ein Kill die Gruppe verstärkt. Wir haben Bursting, wo man keine großen Pulls auf einmal killen kann, zumindest nicht ohne extrem viele Cooldowns und eine gute Koordination, weil einem dann der Dot, den sie hinterlassen, den Gar ausmachen wird. Also es gibt solche Affixe, in der Richtung kann ich mir das vorstellen. Als allgemeine Mechanik für alle Mythic Plus, um Gottes Willen, nein, denn es würde halt ein extrem, das vielleicht skillvollste Element insgesamt bei Mythic Plus rausnehmen und das Spiel verlangsamen. Und das ist nicht das, was ich persönlich gut finden würde. Zumindest nicht allgemein. Als Affix ja, aber allgemein nein. Hi Balu. Mich würde mal deine Meinung zu dem kommenden, zu den kommenden Klassenbuffs in BFA interessieren. Wenn ich ehrlich bin, erwarte ich nicht allzu viel Gutes durch die Änderungen. Zum einen stehen sie aus meiner Sicht etwas konträr zu Bring the Player Not the Class Philosophie. Das heißt, ich muss jeden Klassenbuff im Raid abdecken, weil die Bosse auch darauf angelegt sind. Und zum anderen werden dann in Mythic Plus höchstwahrscheinlich entweder Cast- oder Melee-Gruppen gebaut oder bevorzugt Klassen mit einem starken Klassenbuff mitgenommen. Mit so einer Änderung wird es auch schwer, Pickup-Gruppen zu erstellen. Und gerade wenn man an das Endgame bzw. auf das Ende einer Expansion schaut, wird es immer schwerer, die entsprechenden Klassen, wenn nicht überhaupt Spieler, aufzutreiben. PS, ja, mir ist bewusst, dass der Inschriftenkundler eine abgeschwächte Version der Buffs erstellen kann, aber reicht das? Kann er das für alle Buffs? Also ich weiß, es gab zumindest alte Inschriften-Buffs für Blessing of Kings, also für 5% Stats. Ich glaube, es waren dann 4% Stats. Ich glaube, es gab 8% Stamina statt 10 vom Priester. Aber gab es alle anderen? Ein paar davon waren ja auch Debuffs. Ich weiß gar nicht, was alles wiederkommt. Es gab zum Beispiel früher auch mal 4% physischen Schaden, Debuff und so weiter und so fort. Ja, es ist halt die Frage, ob wir wirklich die Möglichkeit haben, zumindest, und sei es minimal schlechtere, Buffs zu ersetzen durch irgendwelche Consumables. Das wäre grundsätzlich wünschenswert, aber es wäre halt vor allen Dingen für alle Buffs wünschenswert und nicht nur für einzelne. Und ja, das Problem, was du beschreibst, das existiert absolut. Das war eines der größten Probleme bei mir zum Beispiel in meiner Gruppe zu Wrath of the Lich King Zeiten, dass du dir eigentlich schon nicht erlauben wolltest, zwei Leute mit der gleichen Spec in der Gruppe zu haben, weil die denselben Buff mitgebracht haben. Da war es halt noch Spec-spezifisch. Ich bin kein großer Freund davon.
von diesen Buffs, weil sie für mich absolut kein Element ins Spiel bringen, das herausfordernd ist, das interessant ist, das das Spiel verbessert. Gar nichts. Bringen null Element rein, was für Spaß sorgt. Sie bringen aber Frustrationselement rein, nämlich dann, wenn dir jemand sagt, nee, sorry, wir können dich nicht mitnehmen, uns fehlt der und der Buff, wir müssen einen anderen mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, warum genau Blizzard das macht. Ich sehe das ganz genauso wie du. Das geht wieder ein Stück zurück in Bring the Class and not the Player. Ja, abwarten. Also abwarten, ob es dabei bleibt, ob wir eine Möglichkeit haben, die fehlenden Buffs zu ersetzen. Mein Geschmack ist es nicht. Definitiv und hundertprozentig nicht. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass gerade mit dem Faktor Mythic Plus, wo man eben nur 5 Spieler hat, früher waren es, glaube ich, 8 Buffs oder 10 Buffs im letzten, in der letzten Variante, bevor sie weggefallen sind. Es wird noch schwieriger, diese Gruppen zusammenzustellen. Und man wird noch eher vermutlich nach Gruppen schauen, die einem alle relevanten Buffs geben. Ich denk zum Beispiel an die folgende Situation. Ein Priest hat nur den Stamina-Buff. Der hat keine Offensivkomponente. Der war sowieso schon nicht besonders beliebt als Heiler in Mythic Plus. Will ich jetzt einen Heiler haben, der keine Offensivkomponente hat und damit auf diese Komponente verzichten für einen Mythic Plus ran? Oder spricht das dafür, dass ich noch eher einen Paladin oder einen Druiden nehme, die halt mit Mark of the Wild oder Blessing of Kings, ich glaube, die funktionierten zuletzt gleich. Ich weiß nicht, ob das in der nächsten Expansion noch der Fall sein wird. Will ich einen von denen mitnehmen, damit ich mehr Freiheiten habe für die anderen offensiven Buffs, von denen ich davon ausgehe, dass ich sie sehr wahrscheinlich brauchen werde. Aber ja, schauen wir mal, wie das sein wird. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen bzw. Zuhören und hoffe auf weitere tolle Themenvorschläge oder Fragen, Dinge, über die wir in den nächsten Tagen und Wochen reden können. In diesem Sinne, tschüss, sagt euer Onkel Barlow.